Hat die Max noch erzählt Ja, über hallo sie? und herzlich willkommen hier bei LS15 auf der Map Südhämmern mit der Version 11.1. Zusammen mit dem Raid, Hallo. mit dem Steve Hallo. und dem Smoky Snake. Hi. Hi. Haben Schlangen eigentlich Angst vor Haie? Ehrlich. Okay. Dass ich nie begegne. Okay. Apropos Witz, ne? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Machen wir später. Doch. Ah ja, Chuck Norris ist so cool. Der hat alle Pokémons mit dem Festnetz gefangen. Echt? Ja. Echt? Ja. Der Chuck muss da raus. Ja. Ich fand ihn ganz lustig, deswegen dachte ich einfach mal. Ich hau ihn raus, so. Passt ja. Haha. So. Ich sehe gerade, ich fahre mit offener Tür. Sieht ganz schön. Steve, weißt du, ob wir in dem Mix wieder alles drin hatten mittlerweile? Nee. Okay. Ich weiß nur noch, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, wir füllen halt auf, aber ich weiß es nicht mehr, ob wir es gemacht haben. Ach so, doch, voll war er. Also wir hatten zumindest den erstmal voll gemacht. Okay, sehr gut. Ja, dann zeigt er danach an, wenn irgendwas fehlt. Wenn der einmal gestartet ist. Ja, na, ich bin ja eh gerade hier, ich geh mal gucken. Ich meine, ich weiß gar nicht, 20 Uhr oder sowas müsste eh die nächste Bedrohung sein. Ah ne, dann war sie schon. In den Silos lag noch Häckselgut unter der Silage, also ganz unten. Häckselgut? Ja, ja, das also, ist ganz. Ja, weil das nicht fertig ist. Dann lass es drin, wir machen ja eh wieder Neues rein. Deswegen wollte ich die leer haben, weil die zwei großen, die sind ja bei der anderen BGA, die haben wir noch nicht gekauft, da können wir nichts einfüllen. Hm. Dann haben wir, glaube ich, zwei noch hier bei den Rings. Bei den Schweine, bei den Tieren. Die können wir noch auffüllen dann. Und dann haben wir. Genug. Ja, um 18 Uhr war die letzte Fütterung. Hat er gemacht. Okay. Wobei kann auch sein, dass er noch genug drin hatte. Aber zumindest ist noch Futter drin und dann die Tiere verhungern nicht. So, also aktuell hat er an Gras 25%, Silage 50 und Stroh 25. Also, sag in 1000%, das kommt immer noch an, wie groß er ist. Aber ich glaube, der ist sowieso unendlich. Ah, 560.000 Kartoffeln haben wir. Ach so, ich sehe gerade, der. Wir haben ja noch den kleinen hier, der kann ja auch. Hat ja auch Frontlader dran. Der, wer T, der T6. Wer hat ein Feld 47 abgesät, abgeerntet? Was ist das denn? 47? Bei der Bäckerei hier. Was war denn da drauf? Ich glaube, wir hatten da Sonnenblumen. Ne, wir hatten beim letzten Mal Weizen da drauf. Warum? Weil hier steht auch die Sämaschine voll ausgeklappt. Einfach mal so. Echt, okay. Weg, ohne dass da noch drin ist. Mit Trecker? Ne, ohne, ne? Ohne. Feld 46 wurde auch eine Reihe angefangen. Ja. Wer hat denn 46, 47? Zu ernten oder zu sehen? Ja, 47 komplett weggeerntet.
Ja, das hatten wir gemacht beim letzten, in den letzten Videoaufzeichnungen. Genau. 46 eine Reihe angefangen. Das weiß ich nicht. Wie abzuernten oder wie? Ja. Nee, das war das, warum ich stehen geblieben bin, eben weil der Hänger da mitten drauf stand. Wenn du jetzt da an der Seite ein Stück lang fährst, dann siehst du, dass ich da die Frucht kaputt gemacht hatte, weil ich den Hänger mittendrin rausgeholt habe. Okay. Das war das Ding, genau. Und den Trecker hatte ich genutzt für den für die Kartoffelernter. Mit, ja genau, den Trecker für den Kartoffelernter, um den abzulernen. Und wollte eigentlich ursprünglich danach dann da hochfahren und wollte dort noch das Stück wieder zurücksehen mit Weizen. Bloß da wollte ich erstmal Steffen seine Meinung wissen, ob das Sinn macht oder ob wir das so lassen. Nö, lass so. Einmal Rest weg. Also das hast du unterschiedliche Fertigstufen und dann dauert, dann ist es aufwendiger zu sagen, komm, ernten und beim nächsten Mal wieder neu ansehen. Achso, ja, das sorry. Max, du packst ihn neben den Seedmaster, oder? Deine Seemaschine? Dann passt die eigentlich ganz gut. Kann ich gleich machen, ich wollte die sauber auch. Ja, ja. Ich pack eben den Anhänger weg hier. Heute ist irgendwie Aufräumtag. Muss er ja mal tanken. Ja, da müsste noch ein bisschen was drin sein. Das kann ich mal machen. Ich könnte den Diesel von oben mal. Da ist der Tank. Guck mal, hier wäre zum Beispiel ein Tank drin gewesen. Raid, du hast doch noch so ein Münsterland, oder? Was hab ich? Du hast doch so ein Münsterland-Anhänger, ne? Ja. Weil einer noch hier drin steht, ich hab doch eigentlich einen verkauft. Nee, wir hatten zwei. Ich weiß, aber ich sagte gerade, ich hätte, dachte, ich hätte einen verkauft. Cool. Dann bringe ich den eben zum Händler. Ja, weil wir brauchen ja keine vier Ladewagen, also zwei Ladewagen, drei Ladewagen plus zwei Abfahrwagen. Ja, ist richtig. Wie gesagt, die Krone hätte ich gern, dass wir die für Häckselgut nehmen, gerade wenn Aufzeichnung ist. Münsterland ist gut zum Gras einsammeln. Schlee, die wäre halt lieber den größeren Pferd. Optisch größer. Wenn gar kein Leli fährt, dann verkaufen wir den und nehmen den Mod runter. Welchen? Den Leli, den roten, großen Trident. Also mich stört er nicht? Ne, ja, es geht ja nicht um Stören, sondern um Benutzen. Wenn die keiner benutzt, dann brauchen wir den ja nicht. Richtig. Weil wir haben ja Ladewagen, haben wir Münsterland und dann haben wir die Krone zum Abfahren. Na, weil die größer sind, ne? Ja, optisch haben die jetzt die gleiche, inhaltlich haben die gleiche, aber ich finde die halt schöner zum Abfahren. Weil die ja zumachen können und so. Hast du gerade gesagt, vom optischen her sind die gleich? Optische Größe? Ja. Wie der Leli, ne? Wo wir letzten Topfen gemacht haben, war Betty komischerweise erst in einer Heimstunde voll, wo ich in 10 Minuten voll war. Nee, das ist der Münsterland, den du meinst. Na, den du jetzt gerade wegfährst. Ja, ja, aber damit möchte ich nicht mehr dann, also während der Aufzeichnung abfahren, weil das halt nervig ist für den zweiten. Der wartet dann halt eine Stunde. So, und dann soll ja eine schöne Rotierung entstehen, ne? Dass immer einer am Fahren ist, abfahren ist und einer wieder am Wegbringen und umgekehrt, ne? Deswegen haben wir jetzt die Krone geholt, die haben wir ein bisschen angepasst noch, dass es halt nicht zu schnell voll ist. Haben wir zwei Stück auf dem Hof jetzt stehen. So. Alles gleich. Ja. Aber das. Ja, sehr gut. Das ist dieser Kartoffelernter hat noch. Ja, du kannst deinen nehmen. Ich hole mir noch einen. So. Okay. Dann fahre ich schnell nochmal zu 27, hole den Hänger gleich darunter. Oder hast du den jetzt hier auf dem Hof? Der ist hier auf dem Hof. So, den brauche ich doch noch. Achso, ich dachte, du nimmst einen kleinen dafür, weil du nur 6% hattest. Oben ist ja die kleinen Anhänger, deswegen. Oder, ja, nimmst den Unimog schnell. Dann springst du Unimog rein. Na, dann lasse ich den Trecker hier. Ja. So. Zurück.
Steve, was hast du hinten dran stehen? 02, ne? SGM 02, SGM KSK 02, ne? Jupp. Okay, ich meine, der 03 gibt's auch schon, dann ist es. Max, du hast ja Admin, ne? Du kannst ja alles holen, was du brauchst für heute. Ja, da fehlt halt nur zwei, drei Sachen, aber egal. Mach das so anders. Mir kannst du auch holen? Nein, die haben ihn nicht hochgeladen auf den Server. Ach so, das meinst du mit fehlen, okay. Das ist aber egal, macht nichts. Okay. Machen wir irgendwo mal die Tage. So, ja genau. So. Irgendwie fahre ich heute rum wie Falschgeld. Das gesortiert ist jetzt. Seemaschine stelle ich mir weg. Da wolltest du gerade ansehen, ne? Also gerade weggepackt auf dem Hof, ne? Ja, ja, da, aber wo ich sie hingestellt habe. Ja, ja. Ich ja. Weiß, was gesagt neben dieser Seedmaster, aber da habe ich es reingeschoben, da sah es ein bisschen komisch aus. Oh, die Tanke hier unten ist ja auch schon leer. Echt? Die gelbe, ja. Ist noch ein bisschen hier, ja, ne? An der BGA? Ja, okay. Ich bin noch hier unten, ja. Ja, okay. Die Unimog brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Ne, kannst du wegstellen. Ich räume jetzt da am Hof ein bisschen auf. Also an dem Viehhof dann. Ich mache jetzt erstmal schnell die BGA noch voll. Mit den letzten Silage. Der Raid hat schon zwei Silos komplett leer. Aber der große ist schöner, da können wir dann reinkippen, wenn wir dann die große BGA haben. Die hat 200.000.
Was denn eigentlich scheiße in die Stadt? Ne, ich fahre eben Sonnenblumen runter zum Dings und hole Diesel ab. Ach so. Fahre ich in der Kombination jetzt. Ich dachte, es stand jetzt doof oder so. Nee, alles gut. Ja. Ja? Was? Ja. Nee, er meinte die Geräte, der Gerät. So Sonnenblumen kann ich da vorne holen. Was? Ich bin doof? Ah, was? Ich hab gesagt, Steve stand auch doof, das habe ich gesehen, ja. Siehst du, sag ich doch, er sagt, ich bin doof. Nein, stand doof. Ja. Max mock mich. Ich darf das. Womit? Mit Recht. Was? So. Ich bin verkehrt, ich kündige. Kannst du nicht. Sklaven werden verkauft. Scheiße! Konmeis, hat mir nicht noch Sonnenblumen? Ey, den Fesselvertrag habe ich mir noch nicht durchgelesen, das zählt nicht. Das zählt ja nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mein Sohn. Wir haben keine Sonnenblumen hier, da muss ich auch hochholen. Ich hoffe, wir haben noch Sonnenblumen. Können wir mal gucken. Ich glaube, da waren noch welche, ja. Sonne, ach ja, 50.000. Ich glaube, ja. Dann kann ich, bringe ich. Ah, ich nehme nur die Hälfte mit, weil wir brauchen es, glaube ich, auf die Bäckerei. Die habe ich leider nicht in der Übersicht im Overlay. Hast du die auch schon gekauft, ja? Jo, nicht ja, die hatte. Die, da können auch schon Brote abholen, dann glaube ich. Aber müssen erst noch den Krone holen. Wobei, ja, der nee, ist ja okay, ich wüsste halt nur nicht, dass die schon da ist. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die. Echt, du warst so lange nicht dabei? Ja. So viel haben wir da auch nicht gespielt, oder? Doch. Echt? Du hast in der Zeit. Ah, 4 ohne Aufnahme. Aufnahme haben wir nur 2, stimmt. Also, das sind jetzt ein paar Tage her, ja. Ja, ja. Donnerstag war das, glaube ich, letzte Woche. Susannes Geburtstag. Oder vor Susannes Geburtstag, glaube ich, sogar noch. So am Freitag. Genau, nach der Schule, am Donnerstag. Ja. Ja, Videos sind alle oben. Hochgeladen. Wobei, wenn ihr das seht, ist natürlich das auch schon hochgeladen. So, ich bin jetzt gerade bei der Bäckerei drin. Ja, guck mal, ob die Brote, es müsste voll sein wahrscheinlich. Dadurch, dass du jetzt einen LKW hast, kannst du ja jetzt auch mit dem Münsterland Cargo den abholen, die Brote. BGA wieder leer, ne? BGA ist leer, sehr gut. Ja. Brot 100%. Ja. Aber ich sehe die gar nicht. Was, die 100%? Nee, doch, die sind auf. Die sind doch auf der Ladefläche da auf den Vorsprung in den kleinen Kisten. Ach, das sind Brote? Ja. Ja, weißt du, die legen die da so einfach hin an die ganz normalen Brote. Ist ja noch Diesel drin. Dann packe ich das mal, den Diesel schon mal hier in die Hochtankstelle. Achso, ich sollte ja mit dem Cargo Bob fahren, ne? Ne, warte, mit dem, den muss ich erst kaufen. Hier. Den haben wir noch nicht. Mit dem LKW, ne? Ich weiß nicht, ob, den musst du dann hier einmal abholen. Oben beim Händler. Wer steht denn da vor mir? Beim Händler steht er. Okay, danke. So, hier die gelbe Tankstelle am Hof ist auch voll, also 8000 Liter drin. Und nimmt immer noch mehr. Ich brauche schon fast nicht hochfahren.
ein Bild hängt. Ja, jetzt geht's wieder. Achso, da war jemand am Mieten. Ich glaube, deine Freundin, die hat dir den Diesel aus der roten Zapfsäule geholt. So viel Diesel hatten wir oben noch gar nicht. Was hier in dem Fass ist. Kann sein. Nee, ich glaube, da hast du doch gesagt, den sollst du leer machen. Nee, der war ja voll. Naja, du hast aber gemeint, der soll ja erstmal oben getankt werden und unten. Ja, sie hat aber an der roten Tankstelle den voll gemacht statt leer. Das meine ich. Oh, okay. Sehr egal. Wie gesagt, an den gelben Tankstellen könnt ihr jetzt kostenlos tanken. Ich guck jetzt mal, was oben ist, dann tanke ich damit unten dann alles voll. Dann haben wir beide Tankstellen voll. Ich finde das lustig, dass das Schild von dieser Bank, die hier auf der Karte verbaut ist, ist verkehrt. Das geht. Dafür bräuchte ich den LKW, ne? Für oben. Habe ich aber gesagt, du hast einen LKW. Ja, habe ich aber gesagt. Du musst mit dem LKW, wenn du eh den LKW gekauft hast, dann kannst du auch da das Boot abrunden. Ja, der stand ja hier unten, der LKW, den ich gekauft hat. Ne, der LKW steht da oben. Ne, das ist der hier, den ich gekauft habe. Ja, unten, aber, ja. Von der Karte gesehen, ja. Okay. Ach so. Gibt's überhaupt Waldgebiet, Max? Bitte? Gibt's überhaupt Waldgebiet? Ja, hast du ein bisschen. Auch unten bei der BGA, bei dem Hotel. Rinder machst du ein bisschen mit. Ein paar Stellen hast du schon ein bisschen mit. Ja. Was hat er denn jetzt getankt hier? Was ist der Diesel? Du, Steffen, sind natürlich in der Öfter ein Feld. Feld 9 oder so, macht das dann zu weit aus. Warte, ich muss ja gleich gucken. Irgendwas am Rand oder so, ja. Oder in der Nähe zumindest von der Holzfabrik oder was. Das ist rechts, in 9 vielleicht. Weil da ist ja auch das andere Holzlager. 9, 9, 9, da, okay. Ja, aber da ringsrum ist doch Wiese. Ist das nicht alles Wald da unten? Oder was ist das? Ich war da noch gar nicht, Getreidezug. Bei 9, da ist doch so eine breite Wiese an der Seite. Wo der Eurozeichen ja, ist, oder was ist da das? Halt, oder wie 22, ist so Bescheid. Das Feld ist ja egal, man weiß Bescheid. Hat ja Zeit. Ja. So. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Würden uns freuen, wenn ihr euch uns morgen wieder besucht. Und ja, wenn euch was aufgefallen ist, einfach melden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.